Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie ihr am Titel dieses Videos schon gesehen habt, gibt es heute eine Review. Ich hatte euch ja vor einer Weile schon einmal eine Salbe von Biovolen vorgestellt. Verlinke ich euch hier oben. Und zwar war das die Moossalbe für trockene Haut. Und die hat euch wirklich sehr interessiert. Und ich benutze sie auch weiterhin. Inzwischen habe ich aber einige andere Salben der Firma Biovolen in Benutzung und probiere sie gerade aus. Biovolen war so freundlich, mir noch einmal eine Auswahl an Salben zuzuschicken. Und zwar diese drei, die Honigsalbe, die Jasminsalbe und die Harzsalbe. Die habe ich jetzt seit einigen Wochen in Benutzung und teste sie auf Herz und Nieren. Und inzwischen kann ich mir auch zu jeder dieser Salben eine Meinung bilden und die möchte ich mit euch heute teilen. Das wird ein Dreiteiler, denn ich werde zu jeder Salbe eine einzelne Review machen, damit ich auch ausführlich über jede einzelne Salbe sprechen kann und das Video nicht allzu lang wird. Und heute geht es um die Jasminsalbe. Bevor ich aber zur eigentlichen Review der Jasminsalbe komme, möchte ich noch etwas zur Herstellerfirma der Biovolen-Salben sagen. Es ist eine Pharmafirma und die Salben sind alle Wirkstoffsalben. Das heißt, sie entsprechen in der Norm durchaus den Vorgaben für Medizinprodukte. Es sind ISO-zertifiziert und so weiter und so fort. Und generell kommen diese Salben aus ohne Mikroplastik, ohne Mineralöl und ohne Silikone, was ich sehr, sehr löblich finde. Und ja, es gibt diese Salben auch in der Apotheke zu kaufen, aber es gibt natürlich auch einen eigenen Online-Shop, den ich euch unten in der Infobox verlinke. Und wenn man über den Online-Shop die Salben kauft, dann gibt es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, man kann 30 Tage lang diese Salben testen und wenn sie dann doch einem nicht zusagen, kriegt man ohne Wenn und Aber sein Geld zurück. Ja, also die Jasminsalbe. Die Jasminsalbe ist eine Salbe gegen Augenringe und Schlupflider und das fand ich sehr, sehr interessant. Gewonnen wird der Wirkstoff aus den Blüten des Jasmins, also die Essenz daraus, die wird weiterverarbeitet in dieser Salbe und ist eben der Wirkstoff, der hilft, die Augenpartie gut zu pflegen. Die Salbe kommt wie alle anderen Biovolen-Salben in so einem Kunststofftiegel und darin enthalten sind sage und schreibe 100 Milliliter. Also für eine Augencreme ist das eine richtig, richtig große Menge und ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Tiegel ist aus recycelbarem Kunststoff und ist in der Herstellung schon weniger material- und energieverbrauchend und deshalb auch umweltfreundlicher. Und seien wir mal ehrlich, letztendlich ist es eigentlich völlig egal, wie ein Tiegel aussieht. Es geht nicht um den hübschen Tiegel auf dem Tisch, sondern um den Inhalt. Und über den werde ich jetzt ein bisschen was erzählen. Wie gesagt, ist die Jasminsalbe gedacht bei Augenringen und Schlupflidern, also zur intensiven Pflege der Augenpartie. Und sie kann angewandt werden Tag und Nacht. Und das tue ich auch. Ich wende sie morgens an und ich wende sie abends vor dem Zubettgehen an. Hierin sind keine tierischen Inhaltsstoffe enthalten und die pflanzlichen Inhaltsstoffe sind großteils aus kontrolliert biologischem Anbau, also eine rundum gute Sache, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Außerdem ist die Salbe auch made in Germany. Das sichert erstens mal die Qualität, weil fortlaufend eine Qualitätssicherung gemacht werden kann und es sichert auch Arbeitsplätze in Deutschland, was ich richtig super finde. Von der Konsistenz her ist die Salbe eher cremig. Das blende ich euch auch ein, weil man es jetzt wahrscheinlich nicht richtig erkennen kann. Und von der Farbe her ist es ein gebrochenes Weiß, würde ich sagen.
Beim Duft hätte ich jetzt gedacht, dass der Duft eher floral ist, weil es ja eine Jasminsalbe ist, aber dem ist nicht so. Ich finde den Duft sehr mild und zurückhaltend und eher neutral oder sauber, so würde ich das beschreiben, aber keineswegs floral. Und ich bin auch kein allzu großer Fan von stark duftenden Pflegeprodukten. Die Salbe zieht recht rasch ein und hinterlässt auch keinen klebrigen oder fettigen Film in der Augenpartie, also auf der Haut rund um die Augen. Ich hatte anfangs ein wenig eine Problematik damit, dass meine Haut rund um die Augen ganz minimal gebrannt hat, also so, dass man es gerade gemerkt hat, dass das nicht optimal ist, aber da ich jemand bin, der nicht so wirklich schnell die Flinte ins Korn wirft, habe ich die Salbe weiter benutzt und ich muss sagen, nach ungefähr 3 oder 4 Tagen hat sich das wirklich gelegt und ich habe seitdem überhaupt keine Probleme mehr mit irgendwelchen Irritationen. Es war auch keine Rötung zu sehen, es war nur ein ganz leichtes Brennen, als wenn man sich mal so ein bisschen die Augen zu viel gerieben hätte. Aber wie gesagt, das ist dann nach ein paar Tagen von alleine wieder vergangen und meine Haut hatte sich an diese Salbe gewöhnt. Ich benutze die Jasminsalbe seither täglich, morgens und abends. Und sie eignet sich auch wunderbar als Make-up-Unterlage. Das heißt, wenn ich sie morgens auftrage, gebe ich normalerweise ja auch mein Augen-Make-up hinterher auf. Und da hatte ich keinerlei Probleme mit Creasen oder dass es ins Auge kriecht oder sonst irgendwas. Abends trage ich die Salbe recht großzügig auf, also man kann eigentlich nicht zu viel davon auftragen und mit 100 Milliliter kriegt man ja auch sehr viel in diesem Tiegelchen. Und auch abends, wenn ich sie sehr großzügig auftrage, dann kriecht sie nicht ins Auge, zieht trotzdem so gut wie komplett ein, je nachdem wie viel ich auch auftrage. Und ich habe es auch abends oder nachts ganz gerne, wenn man so ein bisschen die Pflege auch fühlen kann. Also finde ich sehr, sehr schön. Ich finde, dass die Haut um meine Augen sehr, sehr gut gepflegt wird. Zwar habe ich keine besonders ausgeprägten Augenringe. Ich habe hier leichte Verfärbungen, die meistens so ein bisschen violett erscheinen, manchmal auch grünlich, je nachdem. Und die, finde ich, sind etwas blasser geworden jetzt in der Zeit, in der ich die Salbe benutzte. Und ja, Schlupflider würde ich sagen, habe ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe zwar vielleicht so ein bisschen Haut hier zu viel, aber keine Schlupflider im eigentlichen Sinne. Insofern kann ich zu der Wirkung eventuell eher langfristig was sagen, ob ich noch welche bekomme oder nicht. Das ist ja auch immer so ein bisschen genetisch abhängig. Aber ich würde sagen, rundum gesehen ist die Jasminsalbe eine sehr gute Pflege für die Augen, ob man jetzt Augenringe oder Schlupflider hat oder nicht. Und wie gesagt, für 100 Milliliter ist der Preis eigentlich unschlagbar, weil eine Augencreme mit 100 Milliliter habe ich woanders persönlich noch nicht gesehen. Also wenn ihr auf der Suche nach einer Augencreme seid, von der ihr wirklich lange was habt, dann schaut euch doch einfach die Jasminsalbe von BioVolen mal an. Ich verlinke den Online-Shop unten in der Infobox, genauso wie auch den direkten Link zu dieser Salbe. Und wie ich eingangs schon sagte, kann man damit eigentlich nicht wirklich was falsch machen, denn wenn man nicht zufrieden ist, gibt es beim Kauf im Online-Shop auf jeden Fall die 30 Tage Geld-zurück-Garantie ohne Wenn und Aber. Und das finde ich echt eine tolle Sache, weil das gibt es tatsächlich nicht bei vielen Anbietern. Ja, also wenn euch das interessiert oder gefallen hat, dann schaut einfach mal vorbei. Ich würde mich freuen über eure Kommentare dazu. Vielleicht kennt ihr die Jasminsalbe ja auch schon oder die Moussalbe, die ich euch neulich schon vorgestellt habe. Und die anderen zwei kommen natürlich auch noch in weiteren Videos. Also seid da gespannt und haltet die Augen offen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann vergesst nicht, mir ein Abo dazulassen, damit ihr keine weiteren Videos von mir verpasst. Das ist natürlich
selbstverständlich kostenfrei. Und über einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns wieder in meinem nächsten Video, wenn ihr mögt. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bleibt gesund. Tschüss!